Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Birgit von Kreativstempel mit einem neuen Video. Heute wieder mit einem Video und zwar für viele, viele Inspirationen für euch. Und zwar habe ich hier eine ganze Kiste voller wunderschöner Karten. Und zwar hatten wir in meiner Facebook-Gruppe Karten basteln und Scrapbooking mit Kreativstempel einen sogenannten Kartenswap. Wer das nicht kennt, das ist ein Kartentausch. Da machen mehrere Teilnehmer zu einem bestimmten Thema, basteln sie eine Karte, dann wird das alles zu mir geschickt, ich tausche die dann und so bekommt dann jeder unterschiedliche Karten zurück. Das nennt man Kartenswap. Wir hatten das Thema Danke-Karte oder Dankeskarten und dafür habe ich jetzt ganz viele Inspirationen für euch und die zeige ich euch jetzt. Und ja, ich habe noch eine kleine Erinnerung an euch. Wir haben nämlich eine ganz tolle Aktion bei Stampin' Up! Im September. Also bleibt dran, bis gleich! Hallo ihr Lieben. Ja, bevor wir jetzt starten mit dem Kartenswap und ich euch die ganz tollen verschiedenen Kartenideen zeige, noch kurz eine Erinnerung. Heute ist der 1. September und heute startet dieses mega tolle Angebot. Bin ich überhaupt in der Kamera? Ja. Und zwar haben wir ab heute ein Starter-Set-Angebot fertig und los. Das bedeutet Folgendes: Wenn ihr euch schon länger mit dem Gedanken tragt, als Stampin'-Up!-Demonstratorin euch einzuschreiben, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, denn ihr bekommt zum eurem Starter-Set, welches ihr euch aussucht, im Wert von 175 Euro, ihr bezahlt nur 129 Euro dazu, bekommt ihr obendrauf noch gratis den ganzen September lang, also für alle, die sich im September einschreiben, gratis zwei Stempelsets dazu. Einmal das Stempelset immer besonders, einmal das Stempelset Wiesenglück. Dann bekommt ihr noch dazu ein Päckchen selbstklebende Glitzersteine und dieses vorgeschnittene Papier für ja, verschiedene Kartenprojekte. Das ist in Jade, das ist in Apfelgrün, da ist Bermuda-Blau dabei, Osterglocke. Also tolle Farben. Das reicht euch für 16 Karten. Da könntet ihr schon gleich losstarten mit mit eurem ersten Event oder Projekt. Ihr könnt es natürlich auch für euch selbst verbasteln, wenn ihr das nur hobbymäßig machen wollt. Und ihr könnt euch dann, wenn ihr euch eingeschrieben habt, eine wunderschöne Anleitung für vier verschiedene Kartenbeispiele runterladen. Also das ist ein mega tolles Angebot, gültig vom 1. bis 30. September. Wie gesagt, wenn ihr euch schon länger mit dem Gedanken tragt, euch als Stampin' Up! Demonstratorin einzutragen, dann ist jetzt der richtige Moment. Meldet euch gerne bei mir. Ich helfe euch sehr gerne dabei. Ich verlinke hier oben rechts auch nochmal ein Video, da habe ich das nochmal genau erklärt. Unter dem Video in der Infobox einfach auf Mehr Anzeigen klicken. Dort findet ihr auch auf meiner Homepage die Seite, wo nochmal alles erklärt ist, was es heißt, Stampin' Up! Demonstratorin zu sein und auch nochmal weitere Infovideos. Das wollte ich euch nur ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen, weil das Angebot eben jetzt am 1. September gestartet ist, geht bis 30. September und ich berate euch gerne jederzeit. So, jetzt kommen wir zu unserem Kartenswap. Und zwar war ja unser Thema Dankeskarten. Also wir haben Dankeskarten gebastelt und es waren 12 Teilnehmer insgesamt. Ich habe auch mitgemacht und ich zeige euch jetzt nach und nach jede Karte, die gebastelt worden ist, die mir geschickt worden ist. Und am Ende lose ich für eine der Damen einen Gutschein aus. Das heißt, eine Dame werde ich dann ziehen und diese Dame bekommt dann von mir einen Gutschein geschenkt im Wert von 15 Euro und den kann die Dame dann bei mir einlösen für Stampin' Up! Produkte. Näheres dazu dann später. Ja, also fangen wir an. Ich zeige euch die erste Karte. Und zwar kommt die erste Karte, muss ich erstmal aufmachen, von der Diana Liliane. Und die Diana hat
diese schöne Karte gebastelt. Eine Danke-Karte, eine Dankeskarte in wunderschönen Farbtönen, wie ich finde. Und zwar hier in Grau, Magenta, Rot und Hummelgelb. Also hier sind die ganzen Farben der Incolor verarbeitet. Hier haben wir Aventurin und hier Abendblau. Also sehr, sehr hübsch gemacht. Im Hintergrund mit Anthrazit. Und das hier ist ein Designpapier aus dem Set Pfingstrosenpoesie. Oder wie heißt denn nochmal? Ganz besonders oder so ähnlich. Ich komme wieder nicht drauf, ihr kennt mich ja. Ich kann mir immer die Namen nicht merken. Also das ist die Einsendung von der Diana Liliane. Vielen Dank. Die zweite wunderschöne Karte, ich muss es erst wieder aufmachen, kommt von der Cornelia M. Und die Cornelia hat diese schöne Karte hier gebastelt. Ich wollte einfach mal Danke sagen mit einer Banderole. Schmetterlingen. Das ist auch meiner Meinung nach Aventurin und es müsste Amethyst sein. Oh ja, sehr schön. Wunderschöne Karte. Eine Pop-up-Karte. Hier wieder mit Schmetterlingen. Ganz toll gemacht. Sehr schön. Also ich mag ja dieses Aventurin. Ist ein sehr, sehr schöner Ton. Und hier mit dem neuen Prägefolder. Sehr schön gemacht. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Cornelia. Die zweite Einsendung kommt. Jetzt muss ich wieder gucken. Von wem? Von der Conny M. Moment. Irgendwie, ja, Conny steht da. Ah, sorry, das gehört noch mit dazu. Entschuldigt bitte. Conny, jetzt habe ich es geschnallt. Also von der Cornelia, die Conny, ist das die Karte zum Swap? Und das hat sie mir noch zusätzlich geschickt als Dankeschön. Jetzt verstehe ich es. Das ist eine schöne Dankeschön-Karte, die will ich euch auch unbedingt zeigen. Also die hat sie mir persönlich geschickt. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr hübsch gemacht hier mit diesen Blümchen und Schmetterlingen. Gefällt mir toll, richtig gut. Und hier eine schöne Box noch mit Süßigkeiten. Mit allerbesten Wünschen. Vielen Dank. Wunderbar. Eieiei. So, die nächste Karte kommt von der Tanja S. Mach ich schnell auf. Die sind noch zu geklebt. Und zwar hat die liebe Tanja diese wunderschöne Karte geschickt. Schön bunt hier mit Sonnenstrahlen. Wir haben ja immer noch Sommer. Hier mit unserem kleinen Gänseblümchen. Danke, Worte reichen nicht aus, um euch für eure Unterstützung zu danken. Schöne Karte mit einem geprägten Papier hier von der lieben Tanja S. Die nächste Karte kommt von der Carmen. Und die Carmen hat hier, mal ganz schnell gucken. Nämlich zwei Karten geschickt. Sorry. Und zwar einmal die eigentliche Dankeskarte. Von dem Swap, schaut euch das mal an, ist das nicht der Hammer hier? Ah, oh, schön, oder? Diese Glitzersteine, ganz toll. Und ich mag auch dieses Set, wunderschön, gefällt mir richtig gut. Und hier mit Wassermelone gearbeitet, sehr, sehr schön, ganz toll. Vielen Dank, liebe Carmen. Und die Carmen hat mir zusätzlich noch eine schöne Karte geschrieben mit ein paar lieben Zeilen, auch die ist schön. Und hat mir auch Schoki mitgeschickt. Vielen Dank, liebe Carmen. Ihr verwöhnt mich. So, die nächste Teilnehmerin ist die Cordula R. Und die Cordula hat diese schöne Karte geschickt. Schaut euch das mal an. Die ist auch mega schön. Ganz, ganz toll.
Das gefällt mir richtig gut. Also das ist hier so geklappt. Eigentlich ganz einfach, aber macht so unglaublich was her. Also wirklich eine wunderschöne Karte. Ganz toll. Also man kann mit so einfachen Sachen so viele Effekte erreichen. Das finde ich immer wieder so bewundernswert. Ganz, ganz hübsch. Vielen Dank, liebe Cordula. Sehr schön. So, die nächste Einsendung kommt von der Gabi C. Punkt. Es raschelt. Und die Gabi, ich muss es erst wieder auspacken, hat mir, ihr habt das so gut verpackt, diese wunderschöne Karte geschickt. Hier mit unserem Sonnenblumenset gearbeitet. Sehr, sehr schön. Ich mag das ja auch sehr gerne hier. Danke für alles. Auch das finde ich eine schöne Idee hier mit dem, mit der Kordel, mit dem Schleifenband. Sehr, sehr schön gemacht. Ganz süß und auch mal ein schönes kleines Format. Und auch da habe ich Schoki bekommen. Hier war noch eine zweite drin, die musste ich naschen. Vielen lieben Dank. Ja, von der Gabi C-Punkt. Vielen Dank an dich, Gabi. Die nächste Karte kommt von der Caroline. Und die Caroline hat hier eine ganz farbenfrohe, wunderschöne Karte geschickt. Wunder, wunderschön mit dem Mondblütenset. Ganz toll. Eine Klappkarte. Danke, liebe Caroline. Die nächste schöne Karte kommt von der Ellen. Und die Ellen hat diese tolle Karte gemacht. Also ich mag ja so schlichte Karten auch sehr gern. Also ich mag es, wenn es kracht. Ich mag es aber auch, wenn es so schlicht ist. Finde ich mega edel. Sehr hübsch. Hier mit diesem, auch mit der Farbkombination. Das müsste Heideblüte oder Flieder sein. Und das hier ist Hummelgelb. Sehr schön. Wirklich schön. Gefällt mir sehr gut. Danke, liebe Ellen. Die nächste Karte ist von der Jessica. Und die Jessica, nochmal vielen Dank, dass du trotzdem mitgemacht hast. Die Jessica hatte sich nämlich verletzt am Arm oder an der Hand, glaube ich. Und hat dann trotzdem mitgemacht. Und das, also so eine tolle, schöne Karte bei rausgekommen. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Jessica, dass du trotzdem noch dabei warst. Super, super schön. Ja, dann kommt die nächste Karte. Und zwar von der Katja SCH Punkt. Und die liebe Katja, ups, ist das jetzt da rausgerutscht? So, und die Katja hat diese schöne Karte geschickt. Schaut mal, mega, oder? Seht ihr das? Eine Magical oder wie die heißt, die Karte. Cool, oder? Ich finde das mega schön. Ganz, ganz toll. Ein wunderschöner Effekt. Auch das eine wunderschöne Danke-Karte. Und sie hat mir das noch mitgeschickt. Süß, oder? So eine kleine Beilage. Danke, dass du mit mir swapst. Das ist doch voll süß. Sehr hübsch. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Katja. So, weiter geht's. Muss ich noch schnell gucken. Ah ja, und die Katja hat mir noch die schöne Karte so mit persönlichen Grüßen dazu geschickt. Die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die ist nämlich auch zuckersüß. Und sie hat mir noch diese schöne Geschenkverpackung mit rein. Auch zuckersüß. Da war auch lecker Schoki drinnen. Da habe ich schon aufgegessen. Toll, oder? Mega schön. Vielen, vielen Dank. Und die Katja hatte mir noch ganz tolle, schöne Mickey-Maus-Sticker reingelegt. Da habe ich mich schon ganz doll bedankt. Da habe ich mich auch super doll drüber gefreut. Danke, 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 danke schön. So,
Jetzt kommt die letzte Einsendung. Und zwar von der Astrid. Und die liebe Astrid hat diese wunderschöne Karte geschickt. Schaut mal hin, die ist auch wunderschön. Und was ich ganz toll finde, ist der Schriftzug. Der ist hammer schön, gell? Und ich finde diese Farbkombination so schön. Gefällt mir richtig gut. Sehr hübsch. Wirklich, wirklich schön. Ganz tolle Karte. Und die Astrid hat mir diese schöne Schoki mitgeschickt. Mit dem süßen kleinen Anhänger. Eine ganz tolle, schöne Verpackung. Die muss ich euch mal zeigen. Und die habe ich schon gegessen. Die war lecker. Dankeschön. Ihr wisst ja, Schoki kann ich nicht lange zuschauen. Die muss ich dann schon mal naschen. Echt süß, gell? Und dann hat sie mir noch, die Astrid, diese mega schönen Einkaufsblöcke geschickt. Die sind ja traumhaft schön. Sag mal, Astrid, wo hast du die denn her? Die sind ja echt der Hammer. Also total schön. Würde mich mal interessieren. Vielen, vielen, vielen Dank. So, und die letzte Karte, das ist meine. Die zeige ich euch auch noch. Ich werde natürlich nicht im Lostopf landen, ganz klar. Das war meine Karte. Die packe ich auch mal aus. Die habe ich gebastelt. Und zwar hier gestempelt mit dem distinktive Stempelset. Die hat sich ein bisschen verbogen hier. Und habe hier embossed den Spruch. Hier ein Zierdeckchen, ein Schleifchen draufgeklebt. Und ja, das ist meine Karte. Wie gesagt, das Thema war ja Dankeskarten und die kann man ja immer gut gebrauchen. Ja, ihr Lieben, das waren die Einsendungen und jetzt folgt sogleich die Verlosung. So, ihr Lieben, die Lose sind alle hier drinnen und ich ziehe jetzt die Gewinnerin. Es gibt also einen Gutschein zu gewinnen im Wert von 15 Euro und ich ziehe jetzt die glückliche Gewinnerin. So, und freuen kann sich die Gabi C. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gabi, du hast diesen Gutschein gewonnen. Ja, melde dich bitte bei mir und ich schicke dir dann per E-Mail den Gutschein zu. Den kannst du bei mir einlösen für Stampin' Up! Produkte und ja, was du noch so gerne möchtest. Herzlichen Glückwunsch. Die anderen nicht traurig sein. Ich möchte gern wieder einen Kartenswap machen. Stell das bei mir in der Gruppe ein. Und falls auch jemand anders Lust hat, dann kommt doch in unsere Facebook-Gruppe. Hier unter dem Video in der Infobox findet ihr den Link. Da machen wir öfters mal sowas. Zum Beispiel auch für einen Adventskalender. Nur ist der leider für dieses Jahr schon ausgebucht. Schau da einfach mal vorbei und ja, vielleicht findet ihr den ein oder andere Aktion, die euch gefällt und wo ihr gern dabei sein möchtet. Ich danke euch, erinnert euch nochmal an die Aktion jetzt im September für das Starterpaket. Wer da Interesse hat, meldet euch bei mir, ich verlinke das nochmal hier oben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Tag, tschüss, eure Birgit.